Na, nimm den Feinstein. Wobei, es gibt wahrscheinlich was Besseres als den Feinstein. Noch ein Meisterring der Diebe oder... Nee, dem Einsiedlerring ist besser. So. Müssen auch irgendwann mal hier auch was verkaufen von. Aber ja, jetzt sind wir ein bisschen besser gerüstet, was die Helden angeht. Das heißt, wir können mal einen Blick in die Stadt der Seelen werfen. Stadt der Seele. Und gibt's hier noch was Wichtiges? Hier? Nö. Haben wir alles geplündert. Gut. Stadt der Seelen. Achtung! Ich fürchte, für die Stadt der Seelen bin ich... Zeit zu sterben! ...noch nicht stark genug. Vorsicht! Verteidigt euch! Zurück mit euch! Zeit zu sterben! Verteidigt euch! Oder doch? Muss es nur richtig machen. Kämpft! So, der Berserk an. Dann hauen wir dich weg. Zurück mit euch! Die Schildwachen könnten halt ein bisschen nervig sein. Verteidigt euch! Achtung! Okay, der ist Vorsicht! Echt hartnäckig. Mal gucken, was in der Truhe drin Kämpft! Ist. Wenn da jetzt Runen drin sind, schrei ich. Zurück mit euch! Zeit zu sterben! So. Kopf eines Golems und ein Onyx, okay. Zurück mit euch! Erste Totensammler wieder weg. Achtung! Der geht nämlich schneller down als der Champion. Vorsicht! Verteidigt euch! Oh, schwarze Türme. Achtung! Nee, den töten wir so, weil die Schildwache, für die braucht der Berserk. Zurück mit euch! Achtung! Und der ist zum Glück nicht ganz so gut darin, uns zu treffen. Verteidigt euch! Vorsicht!
Okay, schwarze Türme. Oh, jetzt greifst du den schon an. Okay. Wollte eigentlich mit Zielschuss Zeit drauf, zu sterben. Aber jetzt war ich abgelenkt. Zeit zu sterben. Kämpft! Sollte mir doch mal überlegen, eine neue Waffe anzulegen, glaube ich. Zurück mit euch! Aber ja, das heißt, das Bessere, was ich gerade zur Verfügung habe. Achtung! Ist eine Feuerklinge, aber die ist auch nicht so viel besser. Also ja, schwarze Türme, die kennen wir ja. Was ist das? Oh, in dem Sockel des Steinaltars sind ein großer Bergkristall und ein Onyx eingelassen. Auf einer Oberfläche finden sich seltsame Zeichnungen. Die Zeichnungen auf dem Altar bilden Teile einer Figur. Pfeile und Schriftzeichen scheinen zu beschreiben, wie sich die Teile miteinander verbinden. Die abgebildete Figur scheint aus drei Teilen zu bestehen. Oh. Oh, ein Kobold. Aber ja, ich glaube, ich baue noch ein paar Level für hier. Kommen wir wieder in die Stadt, wenn wir 40 sind. Habe ich so das Gefühl, als ob es dann einfacher werden dürfte. Also nach dem Rabenpass können wir dann mal nochmal Laurin versuchen, also die Drachen und dann ja. Dann die Stadt der Seelen. Auch wenn ich jetzt nicht so knapp vor Ende, sind ja nur noch etwas mehr als eine Folge, jetzt hier den Rabenpass anfangen wollte. Weil an den Rabenpass kann ich mich noch sehr gut erinnern. Mal gucken, ob er immer noch verpackt ist. Der Rabenpass. Es ist ein rauer Aufstieg, aber der schnellste Weg nach Kartei. Was sind das für Festungen? Bevor die Menschen hierher kamen, war das eine Festungsanlage der Norcane. Aber sie ist längst verlassen. Nun, wie es scheint, hat sie neue Bewohner bekommen. Vorwärts, Gesindel! Versiegelt den Pass! Verdammt! Das müssen die Untoten sein, von denen Haran gesprochen hat. An die Welle! Sichert die Tore! Noch heute kostet ihr Menschenfleisch!
Dreimal verflucht. Das schaffen wir nie. Ich werde versuchen, Hilfe zu holen. Wie wollt ihr das anstellen, Vibe? Ich kenne die Tunnel unter dem Berg. Ich werde versuchen, mich bis nach Kartei durchzuschleichen und dort Verstärkung zu holen. Warum nehmt ihr uns nicht mit? Ihr würdet euch in der Finsternis nur verlaufen, Dummkopf. Wünscht mir Glück. Wartet! Lauft nicht schon wieder davon! Lass sie, Ureas. Wir kommen auch ohne sie nach oben. Aber es wird ein rauer Aufstieg. Allerdings. Ja. Wird aber auch lustig. Ich habe doch gerade eine Truhe. Ah, hier sind Truhen, ja. Oh, Goblins böse! Weg von Sachen! Oh, wir brauchen Hilfe! Jo. Ohnen. Sehr viele Runen. Von denen die Hälfte überflüssig ist. Also ja, wir haben 3 Trollrunen. 34, 35, 36. Nehmen wir natürlich die 36er. Ork können wir auch die bessere nehmen. Dafür brauchen wir 38. Ja, das dauert noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir die 2 Level hier. Hier ist auf jeden Fall ein Trollmonument. Hier sind Ressourcen. Ah, neue Sachen. Also neue Gebäude. Ja, das heißt, Trolle haben wir schon sortiert, ja. Das heißt, wir haben hier die Brutstätte, wo Trolle ihre Schwarmeinheit ausbilden. Und wir haben die Belagerungswerkstatt, wo Trolle ihre Belagerungseinheit ausbilden. Und ich glaube, wir haben Zeit. Vor allem hier alles in Ordnung zu bringen. Wo ist das Steinmetz? Steinmetz, Mine, Schmelze. Ist der Onyx-Schrein, der ist hier. Mondsilbermine. Dann die Pilzfarm. Nahrungslager. Verteidigungstürme, mittleres Haupthaus hierhin, kleines Haupthaus, großes Haupthaus, Schmiede und Onyxturm. Ja, Schmiede und Onyxturm braucht schon ein kleines Haupthaus, dann kommt hier neben der hier so rum. Der Schattenturm hin. Schwarze Schule. So. Truppen, Assassine, Schattenklinge. Kriegsherr. Todesritter.
Hexer, Nekromant, Havoc. Gut. Wobei der Havoc kommt eher hier hin, weil das sind reine Hexereinheiten. Havoc ist ja noch Kämpfer. So, Elfen sind ja auch noch ziemlich